Die Zeitung hat mich deswegen interessiert, weil ich für die schon 3 Jahre als Lokalredakteur tätig war, bevor ich dann zum Studium aufbrach und wieder zurückkam. Und da hat mich fasziniert an der Zeitung dieses Image, das sie schon damals weit über Baden hinaus hatte, eine durchaus respektable Regionalzeitung mit diesem Frankfurter Erbe, das sie bestimmt hat. Und das war das, was für mich wichtig war, dort in die politische Redaktion einzutreten. Die eigentliche medienpolitische Tat dieser Zeit, das ist, dass es den Typus der Regionalzeitung gab, und den verdanken wir eigentlich den Besatzungsmächten, die in den 3 Westzonen einen Typ von Zeitung, zu dem auch die Badische gehört, lizenziert haben, der etwas ganz anderes war als das, was man vorher kannte. Dieser Typ von Regionalzeitung hat sich eigentlich bis heute erhalten und durchgesetzt und charakterisiert die Bundesrepublik und unterscheidet sie fast von allen anderen Ländern. Sie müssen nur einmal durch Frankreich fahren und sich dort Regionalzeitungen zu Gemüte führen, dann wissen Sie, wo der qualitative Unterschied liegt. Insofern meine ich, die Regionalzeitung müsste eigentlich unter Artenschutz gestellt werden. Wobei ja erstaunlich ist, dass ausgerechnet die Alliierten den Zeitungstypus implantiert haben, den sie selber in der Form ja gar nicht in ihren eigenen Ländern gelebt haben. So ist es. Wenn ich die Zeitung von damals vergleichen würde mit dem, was heute auf dem Tisch liegt, dann wirkt die natürlich ungeheuer betulich. 4 Spalten Umbruch, keine Karikatur, keine Grafik. Eine altertümliche Schrift. Eine altertümliche Schrift, keine Kommentare, die mit Namen gezeichnet sind, alles anonym, keine Leserbriefe. Wir hatten aber einen Fortsetzungsroman. Stimmt. Es gab ja keine Leserforschung. Und da geisterte immer durch die Redaktion so ein Typus, das hieß immer das Mütterchen im Hotzenwald. Das muss die Zeitung genauso verstehen wie der Universitätsprofessor in Freiburg. Der Kalte Krieg war eigentlich so allgegenwärtig und hat außenpolitisch sowieso, aber auch innenpolitisch insofern die Situation bestimmt, als wir in den 50er Jahren einen so militanten Antikommunismus hatten, das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Der Impetus von Adenauer etwa hat sich viel mehr gegen Kommunisten in Deutschland gewandt, als etwa gegen Wiedererstehen des Nationalsozialismus oder dergleichen. Insofern war der Antikommunismus die Gründungsideologie der Bundesrepublik, oder das ist auch die Integrationsideologie gewesen, weil unter dem Dach des Antikommunismus konnten sich alle vereinen, die Christenunion sowieso, aber dann auch alle, die aus dem Nationalsozialismus kamen, denn das war ja das alte Feindbild. Diese starre Haltung, wo ja dann auch die CDU als Hort dieser Entwicklung ja galt, die ist ja dann ein Stück weit auch aufgebrochen worden durch den Godesberger Parteitag der SPD, bei dem Sie ja als Journalist mit dabei waren und der dann ja auch die Öffnung begonnen hat, die dann halt 10 Jahre später im Kanzleramt endete. Das war ein richtiger Exorzismus. Und Herbert Wehner war ja ein Altkommunist, der ja seine eigene kommunistische Vergangenheit hatte. Und mir ist noch in Erinnerung, wie er also leidenschaftlich vor die Leute trat und hat gesagt, glaubt einem Gebrannten nicht. Also er war ja moralisch markiert durch seine Mitgliedschaft in der KPD früher. Also das war sozusagen für mich ein erkennbarer Wendepunkt. Und diese Austreibung von Karl Marx aus der SPD war also für mich ein Markierungspunkt für das, was sich dann in den 60er Jahren entwickelt hat, wo die SPD allerdings 3 Anläufe brauchte mit Willy Brandt, um überhaupt zum Ziel zu kommen. Können wir noch mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit? Das Thema, was dann mit den 60er Jahren dann sehr virulent geworden ist, nämlich diese Frage der Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit. Wie lief die Diskussion damals auch hier bei uns in Freiburg oder in Südbaden? Ich habe mich oft gefragt, was wir gemacht hätten als Zeitung, wenn sich herausgestellt hätte, ein Polizeipräsident, der hatte einen ähnlichen Rang ja schon im besetzten Polen oder irgendwo. Und man hätte recherchiert, was hat er denn dort gemacht. Ich glaube, das wäre, so wie ich die 50er Jahre in Erinnerung habe, ganz und gar ausgeschlossen gewesen, dass eine Zeitung das thematisiert hätte, weil es einfach als unstatthaft galt, das aufzurühren. In den 60er Jahren ist dann natürlich einiges aufgebrochen, wobei ja die 68er immer sagen,
wir sind die, die das ausgelöst haben. Darndorf hat ja zum Beispiel da immer widersprochen und gesagt, ja, das ging früher los. Ja, das würde ich auch sagen. Schon Anfang der 60er Jahre, da wurden diese Einsatzgruppenprozesse geführt in Ulm und dann gab es den großen Auschwitz-Prozess. 63 war das, glaube ich. Und da gab es wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft. Was hat die Spiegelkrise mit den Medien gemacht? War das eigentlich so dieser Punkt, wo dann auch die Medien dokumentiert haben, wir sind auch eine Kontrollmacht in diesem Staat und wir schaffen das auch gegen die ganze Macht des Staates, da unsere Dinge zu platzieren und Dinge, die falsch gelaufen sind, tatsächlich zu dokumentieren? Oder war das vorher schon ein bisschen? Ich erinnere mich, dass die Zeitung, also in dem Fall auch die Badische Zeitung, an diesem ganzen Vorgehen heftigste Kritik geübt hat, wobei sich das ja erst in Etappen gelichtet hat, was Sache ist, was Vorwurf ist und was nicht stichhaltig war. Aber das erinnere ich auch deswegen, weil die Reaktionen der Leser zum Teil so waren, wie könnt ihr euch nur für ein Organ wie den Spiegel einsetzen, der ja so schlimme Sachen schreibt. Und da merkte ich also wirklich zum ersten Mal, wie Kommentare gar nicht begriffen werden, denn der Kasus war ja der Angriff auf die Pressefreiheit und nicht die Sympathie für den Spiegel. Da war der Darndorf der absolute Star. Das weiß ich auch, dass das so meine Überschrift enthalten hat. Da war der Star, weil er diese noch sehr stark nationalliberal geprägte Partei aufgerüttelt hat. Er hat den Wandel gepredigt. Die Delegierten, die haben ihm ja zu Füßen gelegen, die haben ihn bejubelt. Es gab Ovationen und er hat dann auch die These gehabt, die FDP, die müsse eine Volkspartei, nicht, muss ich mal vorstellen, Dimension, sie müsse eine Volkspartei der Bürgerrechte werden. Und das alles war, wo dann dieses berühmte Bild nachher zustande kam. Es gab auf dem Parteitag eine Diskussion, erst hieß es ja, ob man einen reinlassen will, dass er vor dem Parteitag auch spricht oder so. Das wurde abgelehnt und dann hieß es aber, das könnte man doch draußen diskutieren. Und das hat dann der Darndorf gemacht und naserümpfend hat der Mende gesagt, aber ein FDP-Vorsitzender kann sich doch nicht auf einem Autodach einlassen mit so einem Anführer einer Revolution oder einem Anführer einer Revolte. Nicht? Da gab es ja diese denkwürdige Auseinandersetzung, wo der Dutschke zu dem Darndorf sagt, Sie sind ein Fachidiot der Politik. Und dann hat der Darndorf gesagt, Sie sind ein Fachidiot des Protests. Freiburg und die 68er. Wenn ich mich daran erinnere, 68 war ich 14. Also aha. Aber wir hatten in Emding damals auch eine Notstandsgesetzdemonstration. Das muss dann schon 67 war, glaube ich, schon die Notstandsgesetze, wo dann noch also so eine Atmosphäre auch auf der Straße war, dass wir ein paar, ich weiß nicht, wie viel wir da waren, also jedenfalls eine kleine Schar, die dann von der Polizei begleitet worden ist. Und wo dann die Polizei irgendwann mal kam und uns ein Megafon gab und sagt, euch hört man ja gar nicht. Ah, das ist eine badische Lösung. Aber in Freiburg gab es ja damals auch schon heftige Auseinandersetzungen. Ja, ja, auch war, dann die Diskussion um die Straßenbahnpreiserhöhung und so. Das war übrigens fast zeitgleich mit dem FDP-Parteitag. Ja. Das war im Februar 68. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die haben da einen Wasserwerfer das erste Mal ausprobiert. Das nannte man den Landeswasserwerfer. Der wurde nach Freiburg verfrachtet. Und der fuhr dann die Kaiser-Josef-Straße auf und ab und spritzte da. Und es war also wirklich ein Happening. Es war eine Gaudi. Die Leute sind gekommen zuzugucken. Ich natürlich auch. Wollte das gesehen haben. Und jeden Mittag um 13 Uhr, also ein paar Tage lang, ging das weiter. Und da muss man sagen, die waren alle hilflos, weil man das noch nicht gewöhnt war. Hm. Der Gemeinderat hat gesagt, wir diskutieren doch nicht mit Aufrührern. Also kein Versuch, das zu deeskalieren oder in den Griff zu kriegen. Und als ich das zweite Mal da war, da ist dann die Polizei aus Göppingen angerückt mit Gummiknüppeln, hat den Bertholdsbrunnen geräumt. Ich stand da irgendwo beim Brillennusch und bin einfach stehen geblieben, habe gedacht, ich will mal gucken, wie das geht. Und dann kamen die daher, hochgerüstet. Und ich hielt denen meinen Presseausweis hin und
Ich habe gesagt, ich bin von der Presse. Ja. Und da hat er mir den aus der Hand geschlagen und der flog in den Dreck. Das war so meine einzige und erste Begegnung mit der Staatsmacht. Ich habe dieser Tage mal einen der Wortführer des Protests von damals getroffen und dann sprachen wir auch über die Badische Zeitung und ich meinte, wir hätten doch damals einen ganz offenen Standpunkt eingenommen, auch den Demonstrierenden gegenüber. Oh, hat er gesagt, es war ja fürchterlich bürgerliche Presse. Klar, aus der Sicht derer, die protestierten, war die Badische Zeitung ein ja, Scheißliberal, hat man damals abwertend gesagt. Nicht? Ja. Und aus der Sicht, sagen wir mal, jetzt des konservativen Publikums, sind wir da viel zu weit gegangen im Verständnis für bestimmte Formen des Protests oder Inhalte des Protests. Da sieht man aber auch, wie Politik damals emotionalisiert war und wie sie aber auch in der breiten Bevölkerung viel, viel heftiger dann nachher diskutiert worden ist. Ich war ja damals noch in der Schule und an dem Tag, als das Misstrauensvotum war, lief der Fernseher und es gab keinen Unterricht. Wir saßen alle vorm Fernsehen und haben also dann die Debatte verfolgt und haben mit Willy Brandt gezittert, weil natürlich als Jung waren wir da eigentlich alle auf Seiten von Brandt. Das ist heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, so eine Atmosphäre. Ich halte die 70er Jahre für das unruhigste, aufregendste und auch in der Art der Auseinandersetzung polarisierendste Jahrzehnt, das wir hatten. Da war natürlich dann sehr schnell das große Thema Filbinger, mit dem Sie ja auch Ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und der dann nachher wegen der Todesurteile da zurücktreten musste. Er war ja Abgeordneter hier in Freiburg. Ja, ja. Wie muss man sich vorstellen, war damals seine Einflussnahme? Also das gipfelte ja dann in dem, dass Sie da nach Stuttgart zitiert worden sind. Ja gut, das war der Fall, wo wirklich massive Drohkulisse aufgebaut wurde. Die rückten an mit 5 Mann, glaube ich, und haben dann ihre Dossiers ausgepackt. Und da merkte ich, dass im Staatsministerium eine Art Buchhaltung über unsere Kommentierung gewesen ist, also mit der Zahl der Pro- und Kontra-Kommentare oder dergleichen. Und damals gab es ja auch eine Solidarisierung dann in Baden-Württemberg zumindest oder auch bundesweit, wo es dann hieß, nee, so geht es nicht. Oder also hat man das eigentlich selber in der Zeitung thematisiert? Ja, weil das allenthalben in der Presse war. Wir standen im Spiegel und ein Freund aus Amerika hat mir damals geschrieben, er hat den Spiegel gelesen, da war ein Bild von mir wegen der Filbinger-Geschichte und hat gesagt, er sei sogar in Amerika jetzt inzwischen angekommen. Nein, das lief durch die ganze Presse und da, auch in der Zeit, auch der Bucerius hat mal darüber geschrieben, allerdings indem man den ganzen Aufruhr gar nicht verstand und sagt, es ist doch selbstverständlich, dass man sich dem Ansinnen eines Politikers widersetzt. Das ist aus der Sicht der Zeit leichter zu machen als aus der Sicht einer Regionalzeitung. Aber das hat ein Echo im ganzen Bundesgebiet gehabt und hat uns genützt. Denn dadurch ist sozusagen der Anspruch der Zeitung, unabhängige Redaktion zu sein, liberale Politik zu betreiben, gefestigt worden. Ich empfand es positiv, dass das... Ja klar, es hat auch natürlich Filbinger und neben vielen anderen Dingen dann auch massiv geschadet. Und ich meine, er hat es uns ja auch bis eigentlich zum Ende Kram genommen. Ich erinnere mich daran, dass wir zu seinem 90. Geburtstag Stefan Hubka und ich bei ihm saßen und auch 3 Stunden oder wie lange da debattiert haben. Wenn man die Zeit dann noch einmal nimmt, dann ist ja die zweite, auch atmosphärische Einschnitt in der Phase, ist dann die ganze Geschichte mit dem Terrorismus, die natürlich sehr stark auch hier in der Region unterwegs war. Meinhof-Schießereien in Baden-Baden, Christian Klar aus Lörrach und Freiburg. Buback in Karlsruhe. Ja. Wo schon auch eine ziemlich hysterische Atmosphäre teilweise in der Bevölkerung war. Ich erinnere mich, da war ich ja dann Student in Tübingen. Und da ist man ständig auch in irgendwelche Polizeikontrollen geraten. Und damals mit etwas dunklerem und längerem Haar und Bart war man natürlich sofort verdächtig. Und ich habe da mehrfach auch Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, der junge Polizist, der mir gegenübersteht, ist wahrscheinlich nervöser als ich, wenn der jetzt, und nur hat er eine MP in der Hand. Damals wurde ja drastisch die Gesetzgebung verschärft. Und das ist ja die alte Methode, wenn es irgendwo Gewalt gibt, dann drehen wir an der Gesetzgebungsschraube, um den Leuten Sicherheit zu suggerieren und schränken alle möglichen Rechte ein. Der Traum der 68er, dass sich die
arbeitende Klasse mit der intellektuellen, revolutionären Klasse verbindet. Die Studenten der Freiburger Universität haben in Wiel eine große Rolle gespielt. Ja, das Volkshochschule. Volkshochschule im Wieler Wald. Nicht? Aber im Kern waren es Bauern, CDU-Wähler übrigens, das muss man sagen. Und da spielt nun die Filbinger-Geschichte insofern hinein, als Filbinger ja hartnäckig die Meinung vertreten hat, es seien Kommunisten, die da die Drahtzieher des Ganzen seien. Ich bin da auch mal im Wielerwald gewesen. Aber jedenfalls, das sah man nun mit klarem Sinn, dass das Leute waren vom Ort und von der Region. Die haben ja den Platz besetzt und dann wurde das auf äußerst brutale Weise von der Polizei geräumt. Also sehr brutalen Szenen, Frauen da rausgezerrt und das hat natürlich ungeheuer emotionalisiert. Nicht? Und ich meine, wir haben ja nun keineswegs eine Anti-Kernkraft-Politik betrieben, sondern man hat versucht, kritische Punkte zu beleuchten. Und man hat vor allem, also vor Ort, wie man da so sagen pflegte, beobachtet, was wirklich geschah. Und das ist sozusagen, würde ich jetzt mal auch behaupten, das Verdienst der Badischen Zeitung, hier etwas gerade gerückt zu haben. Natürlich haben wir heftigst widersprochen der Legende, die der Filbinger aufbaute, das seien Kommunisten am Werk. Wo ja dann auch dann schon das Erstaunliche passierte, dass damals in Eichstätten das Umspannwerk abgeschaltet wurde, als das Länderspiel gegen England lief, um zu sehen, wie damals dann die Lichter ausgehen am Kaiserstuhl. Ja, Filbinger hat ja die Parole ausgegeben, wenn Wiel nicht gebaut wird, dann gehen in Baden die Lichter aus. Da muss man aber eigentlich als politischen Vorlauf sich vergegenwärtigen, dass im Jahr 82 Kohl Bundeskanzler wurde und er sich eingeführt hat mit dem Versprechen einer geistig-moralischen Wende. In meinen Augen der Rückschlag oder das Rollback alles dessen, was in den 70er Jahren gewesen ist und woran die Zeitung natürlich einen in der Regel sehr positiven Anteil genommen hat. Da liefen dann die Diskussionen so, dass man der Redaktion fast ein Ultimatum stellte, ihr müsst also wieder mehr zur Mitte zurückkehren, was immer das sei, und euren Linkskurs ändern. Ich habe da alles unternommen, um einen moderaten Kurs zu etablieren. Übrigens habe ich da die Gastkommentare eingeführt, weil ich durchaus überzeugt war, dass eine gewisse Pluralität in der Zeitung zum Ausdruck kommen sollte. Rohrmoser habe ich herangezogen, an der Kaltenbrunner, also Namen, die durchaus im rechten Spektrum zu Hause waren. Durchaus in der Absicht, hier eine bewusste Pluralität zu erzeugen, von der ich auch heute noch übrigens überzeugt bin, dass die in vielen Fragen, in denen sich die Situation verharzt, nutzbringend sein können, wenn man klar macht, dass die Zeitung auch Raum gibt für alternative Meinungen. Ich meine, Kohl hat eine Fülle von Entwicklungsstufen durchlaufen. Ich kannte ihn wirklich von Heidelberg her, weil wir da zusammen studierten und an einem Tisch da unsere Bücher ausbreiteten in dem Historischen Institut. Und von daher sind wir uns auch immer wieder begegnet, natürlich. An dem besagten 9. November, wir waren da in dem Marriott Hotel in Warschau, auf den Fluren standen hin und wieder einzelne Fernseher, wo man damals Satellitenfernsehen empfangen konnte, nicht, war ja nicht selbstverständlich. Und da sah man dann die Menschen, die die Mauer überwanden und die Trabis, und das war die Sensation des Tages. Und einige Kollegen, die dort waren, haben sofort Koffer gepackt, ins Auto sich gesetzt, sind nach Berlin, haben gesagt, was suchen wir hier in Warschau, da sind wir am falschen Platz. Und Kohl, der davon genauso überrascht wurde wie wir alle, stand vor der Frage, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt nach Hause, gehe ich nach Berlin, bleibe ich hier, unterbreche ich, komme ich wieder? Und ich weiß, er kam abends um 10 noch in das Pressezentrum. Wir saßen da sicher noch eine Stunde beisammen und diskutierten heftig mit ihm. Und er hat diese Varianten alle durchgespielt, obwohl er schon genau wusste, was er macht. Denn er hat gesagt, ich breche ab, ich komme aber wieder. Was hat sich denn im journalistischen Berufsbild oder im journalistischen Handwerk so grundlegend geändert, dass man sagen kann, hier begann auch für die Redaktion eine neue Zeit? Den ersten Schritt der grundlegenden Veränderung, den haben Sie ja noch mit
gemacht. Das war dieser Punkt, dass ein Zeitungsjournalist vom Schreiber und Blattplaner zum Produzenten. Zum Blattmacher wurde. Blattmacher bis zum Produzieren der fertigen Zeiten. Ja. Was ja dann schon auch die Gewichte stark verschoben hat, weil einfach Arbeit, die vorher viele andere gemacht haben, dann in den Redaktionsstuben angelangt ist. Der zweite Punkt ist, wenn Sie parallel im Internet und für den Print produzieren, haben Sie auf der einen Seite die klassische Geschichte immer noch, dass man sagt, ich produziere auf den Redaktionsschluss hin. Und Sie haben gleichzeitig aber natürlich dann den Online-Bereich, wo Sie eigentlich zu jeder Sekunde, zu jeder Minute Redaktionsschluss haben. Wenn ich jetzt an das Kommentieren denke, an meine eigenen Kommentare, da bewegten wir uns immer im Koordinatensystem der bipolaren Welt, nicht? Da waren zwar Konflikte noch und noch da, bis hin zum Atomkrieg, aber es gab eine Kalkulierbarkeit der Probleme, die man benennen konnte und wo man ein Pro und Contra, ein Ja und Nein, ein Dafür und Dagegen artikulieren konnte. Und heute habe ich es zu tun mit einer Realität, die in solchen einfachen Kategorien gar nicht mehr einzufangen ist. So komplexe Problemlagen überhaupt nicht mehr in den Kategorien von dafür und dagegen und ja oder nein. Und wenn ich das alles addiere, dann stoße ich auf eine solche Überforderung, ein solches Missverhältnis zwischen der tatsächlichen realen Problemsituation und den angebotenen Lösungsmöglichkeiten. Ja, ja, aber das ist genau die Auseinandersetzung, die man führen muss, dass wir da das schaffen müssen, da auch unsere Rolle als Journalisten wieder ein Stück weit stärker in den Vordergrund zu bringen und zu sagen, Leute, wir suchen nach bestem Wissen und Gewissen das raus, was relevant und wichtig ist.